Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Tour. Ihr seht wieder feinen Stuff. Sputniks lässt die Salutraketen. Super 10 und Super Boiler, Funke Böller, Funke A, Funke D, Katan Alt D, neu Super 2, Leslie Schocker, Schockerlino Röder, Double Flash Veko, Flashbang Veko, Thunder King von Katan, nee, nicht Katan, das war Brockhoff. Dann hier wieder einen schönen Rauch. Salutrakete von Funke. Dann haben wir hier Funke Titanschlag Blau. Zwei P1 Rubbelböller, will ich sie mal nennen. Cobra P1. Und hier diese kleinen Spaßdinger. Leslie, Jackie Chance. Wirklich sehr, sehr nice. Diese kleinen Teile. Anfangen tun wir jetzt mit den Cobra P1. Der ist nicht gegangen. Also Blitzknallböller will ich wirklich davon abraten, die nochmal zu zünden. Lieber nicht machen. Jetzt zwei von den Titanschlag Blau. So, weiter geht's, würde ich sagen. Machen wir mal hier diese schönen Jackie Chance. Erstmal wieder einen allein und dann die drei Stück. Mega nice, die Teile, mega nice. Schöner, gleichmäßiger Aufstieg, einfach wunderschön. Machen wir mal weiter mit dem Schockerlino von Röder und dann hier Brockhoff Thunder King. Röder Schockerlino. Das sollte eigentlich nicht passieren. Das ist eigentlich Kinderfeuerwerk. Kategorie 1 ist halt durchgezündet. So, jetzt der Thunder King von Brockhoff. Boah, überraschend stark, wirklich. Echt, richtig überraschend stark, das Teil. Jetzt geht's weiter mit zwei Bombenrohren, einmal Flashbang vom Lidl und einmal Double Flash, auch vom Lidl, vom Veko. Die habe ich mir halt vom letzten Jahr noch aufgehoben. So, und jetzt der Double Flash mit Bouquet. So, jetzt vergleichen wir mal zwei Pyroland Bombenrohre, BKS Bombenrohre, also mit Blitzknallsatz. Salut. So, jetzt einmal Pyroland BKS. Ja,
richtig, richtig krass, wirklich. Wow. Jetzt gleich das BKS Alpha von diesem Jahr. Also wie ihr gehört habt, sind es wirklich zwei richtig, richtig geile Bombenrohre. Von der Lautstärke her nehmen sie sich nichts, sind beide sehr, sehr gut. So, jetzt wieder Crackling Beam, die müssen eigentlich immer dabei sein, mega geile Teile. So, und jetzt noch hier den letzten. Wahnsinnsteile. Hat einen Preis verdient, wirklich. So, jetzt haben wir hier mal eine kleine Neuheit. Schein von Xplode. Ist so ein Crackling. Bombenrohr, römisches Licht eher. Mal sehen. Extrem lange Verzögerung, Effekt ist nicht schlecht. Jo. Jetzt mal wieder etwas Rauch durch. Schöner grüner Rauch. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Farbgebung. Jetzt machen wir weiter mit den Superboilern. Superboiler und dann die Super 10. Der wollte nicht. Geht's jetzt weiter mit den Super 10. Da würde ich sagen, zünden wir mal einen. Dann mache ich mal so einen kleinen Kreis draus. Das sind ganz nett. Jetzt mal noch zwei. Und jetzt mal noch so einen kleinen schönen Kreis. Ja, das war wohl nichts. So, jetzt nicht mehr viel übrig aus Salutraketen. Pyroland BKS und die drei Sputniks.
So, ein Sputnik. So, und jetzt mal gleich die nächsten zwei. So, jetzt gibt's noch mal richtig was auf die Ohren. BKS 3 von Pyroland. Jetzt haben wir hier nochmal einen kleinen Vergleich von den Salutraketen. Scream Rocket 2 gegen Scream Rocket 2 3 Stage. Zuerst die Scream Rocket 2. Jetzt Scream Rocket 2 3 Stage. Sehr, sehr, sehr nice. So, als nächstes zünden wir, ist noch übrig, Funke A, Funke D und Alt-Katan D, neu Katan Super 2. Wir fangen an mit dem Funke A. Richtig nice. Man muss bedenken, das ist ein A-Böller. Dafür sind sie richtig, richtig gut. Wow, schnipseln tun sie auch. Hast du noch zwei? Nein. Weiter geht's mit dem Funke D. Ich schmeiß einfach nacheinander. Und jetzt die Katan D. Mega. Und der letzte Katan D. Wow, richtig, richtig gut. Und jetzt im Vergleich mal die neue Charge Katan Super 2. Sind etwas leiser, deswegen, also die normalen D sind etwas leiser, deswegen für den Vergleich mit dem Super 2. Ja. Ja, ihr merkt schon, die sind deutlich leiser, deutlich schlechter, haben aber auch, glaube ich, weniger NM.
So, perfekt. Jetzt haben wir hier noch zwei Salutbatterien. Erst kommt die Tanker, richtig schöne Salven-Salutbatterie. Und danach die Color Thunder von Argento. So, jetzt die Leslie Tanker. Echt richtig, richtig saftiges Gerät. Und jetzt mal im Vergleich die Lautstärke von der Color Thunder von Argento. Richtig nice, sogar mit Finale. Etwas schwächer die Leslie Tanker. Color Thunder von Argento. Quasi so eine Untermarke von Funke. Wahnsinn, was da rauskommt. Schöne Feuertöpfe und auch mega, mega laut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Mega.